In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im Achina Trader Optionen handeln können. Dafür werde ich Ihnen kurz zeigen, wie Sie die Option Chain benutzen und direkt aus der Option Chain Ihre Optionsorder eingeben können. Ebenfalls werde ich ein kurzes Beispiel zeigen, wie der Option Combo Trader funktioniert und wie Sie Optionskombinationen direkt aus dem Achina Trader zusammenstellen und dann auch handeln können. Hier bin ich aktuell verbunden mit meinem Optionsbroker und einem Optionsdatenfeed. Ich bin hier aktuell in der Microsoft-Aktie und möchte jetzt auf diese Microsoft-Aktie einen Put verkaufen. Wie gehe ich dazu vor? Es gibt mehrere Möglichkeiten dazu. Ich wähle hier aktuell und im ersten Schritt aus die Option Chain, die ich öffnen möchte über dieses blaue Dreieck. Das blaue Dreieck soll übrigens ein Delta darstellen und ist damit eine Anspielung auf das griechische Delta, das ja auch im Optionshandel viel genutzt wird. Sie sehen jetzt hier die Options Chain. Also die Optionsketten mit den Strikes in der Mitte, auf der linken Seite die Calls und auf der rechten Seite die Puts. Sie sehen die üblichen Daten von Bid über Bid, Size, Ask und Ask Size, auch die griechischen Kennzahlen, die hier in Realtime berechnet und angezeigt werden. Sie sehen auch hier in dieser Reihe, das sind die Verfallstermine, die ich auswählen kann. Wenn ein R in Klammer steht, heißt es ist ein reguläres Expiry, also ein monatliches Expiry bei den US-Optionen zum Beispiel. Und in Klammer darunter sehen Sie auch die Restlaufzeit der Option. Ich wähle mir hier jetzt zum Beispiel den 20. August aus. Ist eine monatliche Option mit 36 Tagen Restlaufzeit. Noch als Hinweis, die Optionsverfallstermine ohne R sind dann die Weekly-Optionen. Die gibt es nicht bei jedem Instrument, aber bei viel gehandelten Underlyings gibt es die schon sehr oft, diese Weekly-Optionen, die auch hier angezeigt werden und gehandelt werden können. Diese Daten kommen dann auch direkt vom Optionsdatenfeed, der dem Achina Trader sagt, welche Verfallstermine möglich und valide sind. Sie sehen jetzt hier, ich habe schon Daten in meiner Option Chain für den 20.08. Sie sehen jetzt auch nicht, jeder Strike bekommt Daten. Das heißt, in diesem Verfall zum Beispiel gibt es einen Strike Distance von 5 Dollar. Das heißt, alle 5 Dollar gibt es einen Strike, der gehandelt werden kann und für den wir auch hier die Daten bekommen. Im Vergleich dazu, wenn ich hier auf zum Beispiel eine Weekly Option gehe, die hier ganz kurze Restlaufzeit hat, dann sehen Sie hier, dass auch nur 2,5 Dollar zwischen den Strikes ist. Also, wir gehen wieder zurück auf den 20. Achten. Ich möchte jetzt zum Beispiel einen Put verkaufen. Ich kann mir hier den Chart eben direkt einblenden, kann mir sehr schön anschauen, wo ich denn vielleicht gerne hier ein Level sehe, das für mich irgendwo interessant ist, wo ich meinen Put-Strike hinsetzen möchte. Ich nehme zum Beispiel die 270 Dollar, die gibt es auch hier unten, wie man sieht, zum Auswählen. Ich gehe jetzt auf die rechte Seite, das heißt, das sind die Puts. Ich sehe, ich habe zum Beispiel ein Delta von 0,3. Das passt für mich, ich möchte jetzt diesen Put handeln. Deswegen klicke ich mit der rechten Maustaste auf der rechten, also auf der Put-Seite, in diese Tabelle und kann jetzt hier auswählen, möchte ich den Put kaufen oder verkaufen. Ich möchte ihn verkaufen und zwar über eine Limit-Order. Jetzt sehen Sie eine nächste Angenehmheit, die es im Achina Trader für den Optionshandel gibt. Im Achina Trader werden die Optionen auf Basis deren Strikes im Chart angezeigt. Damit kann man immer sehr schön sehen, auf welchen Preisniveaus der Strike wirklich gerade liegt und kann da damit auch sehr schön aufgrund von Chartanalysen des Underlyings hier dann einfach den Optionshandel durchführen. Bei einem Preis von 270 wird diese Optionsorder bar angezeigt. Ich kann jetzt hier ganz links den Optionslimitpreis eingeben. Da kann ich mit der Maustaste scrollen zum Beispiel, wenn ich hier kleine Änderungen durchführen möchte. Ich sehe jetzt aber zum Beispiel auch schon hier rechts Bid Ask, das heißt, diese Option steht bei 3,80 auf 3,90. Das heißt, ich gebe mal hier einen Limitpreis von zum Beispiel 3,7 ein. Ja? Einfach deshalb, damit ich auch sehr schnell ausgeführt werde. Man kann aber den Preis nicht zu weit weglegen, den Limitpreis, sonst wird die Order abgelehnt, weil sie zu weit weg liegt. Dann haben wir hier noch, ja, man kann natürlich hier nochmal umstellen, welche Order-Type es sein soll. Man hat hier eine Auswahl nochmal als Dropdown, auch welche Expiries es gibt, wenn man nochmal kurzfristig was ändern möchte. Man kann kurzfristig den Strike ändern und ob es ein Call oder ein Put sein soll. Und hier die Ordergröße eingeben. Da kann man auch zum Beispiel wieder mit den Pfeiltasten nach oben und unten arbeiten. Und ich gehe auf einen Put, den ich kaufen möchte. Jetzt sehe ich hier,
Da hat sich jetzt BitAsk verändert. Trotzdem versuche ich mal hier jetzt die Order einzugeben. Und ich bin sofort ausgeführt worden. Sie haben im Hintergrund auch vom Broker die Ansage gehört, die Order wurde gefehlt. Jetzt bin ich direkt in diesem Trade drinnen. Und Sie sehen auch jetzt nochmal hier, also der Balken wird jetzt pink für eine verkaufte Option und türkis für eine gekaufte Option im Chart. Sie sehen die Ordergröße, Sie sehen aber auch hier jetzt nochmal das Underlying und die genaue Option, die hier gehandelt wurde, also der 270er Put mit einem Verfallstermin des 20.08.21. Der Profit Loss wird hier in Realtime aufgrund des Optionspreises berechnet, aufgrund des Datenfeeds und bin somit jetzt in meinem Trade drinnen und habe diesen Trade damit erfolgreich aufgesetzt. Im zweiten Teil dieses Videos möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie ganze Optionsstrategien mit dem Options-Combo-Trader auf einmal im Machina-Trader erstellen können. Dafür wechsle ich jetzt auf den Apple-Chart und ich öffne jetzt mir dafür den Options-Combo-Trader. Den können Sie über dieses wieder über das Dreiecksymbol in der Chart-Toolbar, diesmal das violette Symbol, öffnen. Der Options-Combo-Trader öffnet sich und Sie sehen im ersten Moment eine schon bekannte Ansicht, und zwar die Optionskette, also die Option-Chain, und erst darunter ist dieser neue Options-Combo-Trader, wo Sie sich dann Ihre Options-Combos und Legs, also die Komponenten der Strategie, zusammenziehen per Drag-and-Drop können und dann eine Strategie im Markt eingeben können. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich eine Optionsstrategie wie einen Bull-Put-Spread oder einen Bear-Call-Spread zum Beispiel sich selbst über einzelne Order Legs, also Komponenten, zusammenzuziehen. Allerdings ist es so, dass wenn Sie eine ganze Kombination handeln, dann bekommen Sie von Ihrem Broker die viel bessere Margin berechnet. Wie können Sie jetzt hier im Options-Combo-Trader zum Beispiel einen Bull-Put-Spread aufsetzen? Sie sehen jetzt, wie schon gehabt, die Option-Chain, das heißt, Sie können sich hier wieder eine Laufzeit aussuchen, Sie können auch hier einfach die Optionskette so konfigurieren, wie Sie es möchten und sich die Optionen heraussuchen, die Sie handeln möchten. Ich möchte jetzt zum Beispiel hier im Apple-Chart versuchen, einen Put zu verkaufen bei 140 und als Absicherung kaufe ich mir den 135er Put dazu. Das wäre jetzt ein klassischer Bull-Put-Spread, der grundsätzlich darauf abzielt, dass meine verkaufte Option bei 140 nicht berührt wird. Wie gehe ich dafür vor? Ich sehe jetzt schon hier, ich schaue mir jetzt in der Option-Chain an, ich habe hier den 140er Strike, gehe wieder auf die Put-Seite und ziehe mir mal diesen Put einfach per Drag and Drop. Ich halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe einfach diese Option hier in dieses graue Feld. Und Sie sehen schon automatisch jetzt hier, ich habe jetzt hier herinnen den 17.09., das heißt, das Verfallsdatum ist automatisch eingefügt. Der richtige Strike, es ist ein Put. Sie sehen auch hier die Berechnung von Delta, Theta und BitAsk. Ich sage jetzt hier, ich möchte diese Option verkaufen. Und als nächstes habe ich noch gesagt, den 135er Strike möchte ich mir dazu kaufen. Ich halte die Maustaste gedrückt, ziehe mir diese Option hier rein und habe jetzt hier schon alles richtig eingestellt. Ich möchte diese Option kaufen. Es ist der 135er Put, den ich hier als Absicherung kaufen möchte. Was sehen Sie jetzt hier sonst noch? Prinzipiell habe ich jetzt schon mal beide Optionskomponenten hier drinnen. Und auf der linken Seite sehe ich jetzt hier meinen Margin Impact, also die Beeinflussung der Margin, die diese Order durchführen würde. Das ist für mich als Optionshändler natürlich sehr wichtig, denn ich muss ja sehen, was mit meiner Margin passiert. Das ist ja gerade auch bei Optionen können die Marginauswirkungen sehr hoch sein, bei nackten Optionen. Und natürlich muss ich wissen, was passiert mit meiner Margin. Am wichtigsten dafür ist jetzt hier aktuell die Initial Margin Change, das heißt, das ist die Veränderung der Margin. Das werden 271 Dollar. Genauso auch sehen Sie hier, die Maintenance Margin wäre hier genauso auf 271 Dollar Veränderung. Das heißt, diese ganze Kombination würde mir nur 271 Dollar an weiterer Margin benötigen. Die Before Margin ist die Margin, die ich aktuell bereitstellen muss, 8105. Und danach hätte ich eine Margin-Auslastung von 8377. Also ich kann hier schon sehr genau sehen, was diese Optionskombination, welche Auswirkung die für mich hätte. Das wird technisch so abgewickelt, dass im Hintergrund, sobald Sie sich hier beginnen, Optionen zusammenzuziehen, wird automatisch diese Optionskombination vom Machina Trader an Ihren Broker als Vorschlagsorder abgefragt und gesendet und es wird abgefragt, was diese Order für eine Auswirkung hätte. Auf der rechten Seite sehen Sie hier jetzt nochmal kurz die Zusammenfassung, was jetzt hier durchgeführt werden würde.
Der 140er Put würde verkauft werden und der 135er Put würde gekauft werden. Das 1x1 hier steht für, also es ist immer die Combo-Größe und dann die Leg-Größe. Also wenn ich zwei von diesen Combos handeln wollen würde, sehen Sie hier, hätte ich jetzt hier die Leg-Größe ist 1, also die einzelne Order hat eine Größe von 1. Ich handle aber zwei von diesen Kombinationen, damit habe ich jetzt hier 1x2, also es würden hier zwei Stück von dieser Option verkauft werden in diesem Fall. Da komme ich gleich noch eben zu diesen Einstellungen hier unten. Sie sehen hier, ich beginne links, ich kann hier einstellen, ob ich diese Kombination Market oder Limit handeln möchte. Standardmäßig werde ich solche Kombos auch eher Limit handeln. Zum Vorzeigen werde ich aber eine Market Order eingeben. Sie können, wenn Sie auf Limit gehen, dann hier noch den Limitpreis eingeben. Da kommt auch in Kürze hier dann noch auch natürlich der Preis her. Der wird aktuell noch nicht angezeigt, was jetzt der Bid und Ask der ganzen Kombination sind. Die Quantität, also wie viele dieser Kombinationen möchte ich handeln. Und ja, die Time in Force, also wie lange, das kennen Sie, wie lange diese Order gültig sein soll. Als letzten Punkt habe ich jetzt dann noch hier Add Leg. Das heißt, ich kann auch hier zum Beispiel draufklicken und dann würde automatisch nochmal ein Leg dazukommen. Also ein Leg ist immer eine Komponente für meine Strategie. Also wenn ich hier komplexere Strategien aufbauen möchte, dann kann ich hier prinzipiell so viele Legs hinzufügen, wie ich möchte. Und es wird dann immer, wie Sie auch drüben sehen, automatisch wieder geschaut, jetzt hätte ich 628 Euro Margin Auswirkung. Die lösche ich jetzt aber wieder raus, die brauche ich nicht. Aber Sie sehen somit, Sie können sich entweder die Option per Maustaste halten reinziehen oder per Add Leg eine weitere Komponente hinzufügen. Sie können auch natürlich dann auch die Verfallsdaten wechseln und dann irgendwelche Calendar Spreads aufsetzen, ganz so wie Sie das möchten und brauchen. Wenn ich jetzt zufrieden bin mit meiner Optionskombination, dann kann ich jetzt einfach hierher gehen und sage Submit. Sie sehen jetzt, in diesem Moment wird automatisch die korrekte Order erstellt. Beide Orders wurden gefilled, weil ich natürlich jetzt Market reingegangen bin. Und ich bin jetzt in meiner Kombination drinnen. Und was jetzt abschließend nochmal sehr wichtig zu verstehen ist, also Sie sehen jetzt hier, der 140er Put wurde verkauft, der 135er Put wurde gekauft für meinen Spread, den ich aufsetzen wollte. Und im Margin Trader wird jede Strategie so abgewickelt, dass jeder einzelne Leg einer Strategie als einzelne Order auch im Chart sichtbar ist. Das heißt, die auch einzeln hier dann geschlossen werden kann und die auch einzeln einen Profit und Loss hat. Da kommt auch dann noch in einer nächsten Version ein gemeinsamer Profit Loss, der wo angezeigt wird. Aktuell wird einfach für jede Komponente der Strategie der eigene Profit Loss angezeigt. Auch hier, wenn ich auf den Trades-Tab wechsle zum Beispiel, sind die ersten beiden Zeilen jetzt die beiden Optionen, die ich gerade gekauft und verkauft habe. Sie sehen den 140er Put, der Short ist und der 135er, der Long ist. Sie sehen dann immer hier unter Symbol genau die Option, die gehandelt wurde. Und Sie sehen auch hier dann den Profit-Loss, der hier aktualisiert wird. Zurück auf dem Chart, das heißt, wie Sie hier sehen, ist jetzt meine Kombination scharf im Markt. Ich bin im Trade drinnen. Ich sehe damit immer sehr schön, wie weit mir zum Beispiel der Kurs noch weg ist von meinem Strike und kann so auch diesen Trade dann schön verwalten. Vielleicht sage ich irgendwann, okay, ich möchte vielleicht diesen Trade doch als nackten Put weiterführen. Dann schließe ich einfach hier über das X zum Beispiel eine der beiden Komponenten und ich habe mit aller Freiheit, die ich als Optionshändler hier haben kann, aus meinem Pull-Put-Spread jetzt einfach einen Naked Put gemacht, der ohne Absicherung prinzipiell ist hier im Markt läuft. So können Sie im Margin Trader Kombinationen handeln. Für diesen Combo Trader sind noch einige Verbesserungen geplant. Das ist jetzt mal die erste Implementierung, die voll funktionsfähig ist und die Sie nutzen können. Wir werden hier noch viele weitere Tools implementieren, die für Sie auch als Optionshändler diesen Strategiehandel verbessern und vereinfachen.